Das Thema möchte ich vertiefen. Zugeschaltet ist Professor Shlomo Spiro, Militärexperte. Schönen guten Tag. Guten Tag. Also nach dem israelischen Gegenschlag sind ja nun konkrete, harte Vergeltungsdrohungen des Iran ausgeblieben. Wie bewerten Sie das? Was glauben Sie, wie es jetzt in dieser Frage weitergeht? Ich glaube, die iranische Regierung wartet jetzt. Auf einer Seite müssen sie tiefer in die Ergebnisse der israelischen Anschlag recherchieren, um zu verstehen, wie es so, dass ihre wichtigste Luftverteidigungssysteme plötzlich auf eine Nacht, auf einen Schlag von Israel zerstört wurde. Wir reden von der beste Anti-Luftfolgeraketentyp S-300. Die Iran hat das von Russland bekommen. Die Russen benutzen das auch in der Ukraine-Krieg. Und die Iraner haben diese Systeme jetzt verloren. Sie stehen da sozusagen ziemlich nackt gegenüber weitere israelische Anschläge. Und das wirkt jetzt als Bremse für weitere Anschläge gegen Israel. Schauen wir jetzt damit dann auch mal auf die anstehenden Geiselgespräche in Katar. Erklären Sie uns mal, wie laufen solche Verhandlungen ganz konkret ab? Heute treffen in Katar drei Vermittler. Das ist der Chef des israelischen Mossad, der Chef des amerikanischen Nachrichtendienst CIA und die katarische Premierminister sitzen zusammen und auch alleine in Katar und versuchen zu verhandeln über die größte Problem von Israel, die Schicksal der israelischen Geiseln, 100 israelische Geiseln, die noch in Hamas-Hände in Gaza sind. Aber ich glaube, dass diese Gespräche weitern sich auch über die Kämpfe in Libanon, über der Konflikt mit Iran, vielleicht auch der Konflikt mit den Houthis. Vielleicht kommt man zu einem Durchbruch, der wenigstens eine kurzfristige Feuerpause bringt im Nahost und den Weg freimacht für Diplomatie statt nur Kanonen. Da gibt es ja nun auch einen konkreten Vorschlag von Ägypten. Präsident al-Sisi hat ja gesagt, eventuell könnte während einer Feuerpause könnte es dann einen Austausch geben. Da hieß es sogar ganz konkret, 4 Personen könnten dann ausgetauscht werden gegen in Israel gefangen gehaltene. Glauben Sie, dass diese Variante eine echte Chance hat? Ich zweifle daran. Die Freilassung von 4 Geiseln, Entschuldigung, ist als solche sehr wichtig, aber das ist nur ein Tropf auf dem heißen Stein. Und Israel wird nie zufrieden sein für irgendwelche Zwischenlösungen, die nicht der Schicksal alle in Hamas-Hände gehalten Israelis bringt. Oder wenigstens vielleicht Videos oder Botschaften aus diese Leute, um sehen zu können, dass sie noch lebendig sind. Jetzt wird heute auch im israelischen Parlament abgestimmt über ein neues Gesetz. Und das sorgt auch international ein bisschen für Aufsehen. Die UNRWA soll da als Terrororganisation eingestuft werden. Ja, wir haben viele Verfehlungen dieser Organisation schon dokumentiert, darüber berichtet. Aber sie als Terrororganisation, also mit der Hamas quasi gleichzusetzen, geht Israel da nicht ein bisschen zu weit? Es geht nicht um mit Hamas gleichzusetzen, sondern das ist ein juristisches Instrument. Die Deklaration einer Terrororganisation bedeutet, dass diese Organisation nicht in Israel aktiv sein kann und keine finanziellen Geschäfte in israelische Banken tätigen kann und so weiter. Und es steht wirklich die Frage, was ist das für eine Organisation, in deren Reihe so viele bekannte Terroristen sind. Sogar der letzte Woche getötete Chef des Hamas, Yahya Sinwar, hatte einen UNRWA-Ausweis auf sich. Und viele UNRWA-Mitarbeiter, Terroristen, haben an der Massaker vom 7. Oktober teilgenommen. Was ist das für eine Organisation? Das ist eine Frage, ob das nicht wirklich ersetzt werden durch eine effektive und zumal nicht so Hamas nahestehende internationale Hilfsorganisation. Offensichtlich gibt es riesige Probleme bei der UNO,
in Gaza, und das soll auf jeden Fall verändert werden. Sagt Professor Schlomo Spiro. Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.